bisher geschah. Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Wasser runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass meinen Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht das nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Gern. Ein wunderschön, liebe Leute. Heute sind wir wieder bei Battlefield Hardline. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Wie beim letzten Mal schon gedacht, dass wir mit Korrupten unterwegs sind. Einer davon ist korrupt, aber zum Glück nicht die zweite. Vermutlich. Ja, wollen wir mal gucken, was hier passiert, ne? Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. Ja. Kaum einen Schritt gemacht, schon vibriert das Handy. Oder der Sensor, besser gesagt. Dasselbe Zeug, das Nels Leute in die Everglades gekippt haben. Wieder ein paar Farbfässer. Ich denke mal, sie machen wieder Liquid, ihr wisst es, Liquid Molly, Kokain. Ihr wisst schon, was ich meine. Nels hat einem Kerl namens Alpert an der Westküste Geld geschickt. Thank you.
will gar nicht wissen, was das ist. Nels versorgte also das Elmo Hotel. Umgehängt, vor kurzem. Okay, den Code kann ich doch knacken. Und ich hatte schon Angst, dass ich den selber knacken muss. Remy Nels Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollen wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Hab ich dich. Kai, ich hab was. Ich komm runter. Gut. Ich bin hier unten im Container. Was gefunden? Klar. Nels und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Scheiße. Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Dann wollen wir mal schauen. Immer dieser Ladescreen-Simulator hier. Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Ha, wem sagt sie das? Wir stehen doch auf Action, oder? Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Okay, klar. Alles klar. Lass uns allein. Bleib in Kontakt. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Hier sind zwei Gebäude. Und Wachen ohne Ende. Denk dran, im Krieg herrschen andere Dinge. Die Rechte vorlesen brauchst du hier keinen. Okay, das sieht aus, dass ich klappt haben müsste, würde ich fast sagen. Also doch wieder umrüsten.
gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Aha, guter Plan. So, den wollen wir uns aber doch sneaky holen. Mal gucken, ob das klappt. Bleib, wo du bist! Ich find's ja immer wieder toll. Wir schreien hier und fesseln ein und keiner bemerkt es. Falscher Knopf. Das ist eine Tortilla-Fabrik. Tortilla ist in Ordnung. Sieht sauber aus. Okay, check das andere Gebäude. Klar, Ma'am. Machen wir. Okay, da hätten wir auch noch Fälle. Schön, schick, neue Waffe freigeschaltet. Sieht aus wie zwei Revolver. Den können wir, da können wir. Ich denke mal, wir können von hier da runterrutschen. Probieren wir es einfach mal aus. Schade, zu früh gefreut. Kommen wir hier noch irgendwie hoch? Genau. Verdammt. Da könnten wir rüberrutschen. Lass ich mich nicht erwischen. Ich bin auch voll gebrochen. Snake Happy nennt man mich auch. Im Fachkreis. Der sieht mich, glaube ich, oder? Der läuft doch. Da ist auch einer. Oh, Kacke, den habe ich ja gar nicht gesehen. Achtung! Bam, hat's gemacht. Habt ihr gesehen? Bam! Und so läuft es. Wie gesagt, Snake und so, ne? Und der sieht nichts. Ich kill hier seinen Kumpel und der sieht nichts. Wenn du Stoddard findest, lass ihn reden. Vielleicht verklappert er sich ja.
Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in 2 Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Ja, okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Hm? Und sein so Ausdiskutieren kennen wir ja schon, ne? Erst mit ein paar Typen runter. Dann geh ihm nach. Alter, Stoddard hat den Lieblingsschauspieler seiner Kinder erschossen. Glaube ich, was Schnelleres. Oder auf jeden Fall was Härteres. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen leiser vor. Gibt's für die Waffe vielleicht auch einen Schalldämpfer? So, dann können wir jetzt ja auch mal. Einfach zu spät eingestiegen, das ist dein Problem. Du bist wie der Typ, der eine Band eine Woche nach dem Tod des Drummers entdeckt und dann nicht kapiert, warum alle traurig sind. Hey, die Sache ist heftig und du verarschst mich hier. Klar ist die Sache heftig. Er ist zwar ein heftiger Typ. Ich bin seit 4 Jahren hier und war immer loyal zu Nels. Das war ein Visionär. Der hat Dinge gesehen, die konnte kein anderer sehen. Zum Beispiel Kohle mit dem Drecksloch in den Everglades verdienen. Hey, Friends of the Warne, hier Kevin. Kevin Oster. Okay. O-S-T. Ja. Hi. Was? Okay, ich spreche lauter. Nimmst du noch Wetten an? War das? Was? Oh, okay, gut. Gut. Scheiße.
Schön, schön, grauer Fahrlack. Mist, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Aber naja, anscheinend wurde hier unten nichts gehört. Hab ja auch einen Schalter. Sieht nach einer Art Überwachungsterminal aus. Oh, noch mal reinschauen. Ein Gewächshaus. Der redet zu viel mit seinen Pflanzen. Oder er raucht sie zu viel. Halt! Keine Bewegung! Das hat einfach auch keiner gehört. Naja, wenigstens haben wir eingekriegt. Und die haben verhandelt. Seine Verhandlungen sehen echt scheiße aus. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Halfter. Nimm die scheiß Waffe runter. Nick, lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ, greif sie nicht an. Nick, finde raus, wo sie hinwollen. Was zur Hölle war das? Nichts. Hier ist alles okay. Wendet sich das Block? Doch, wo kannst du mich nicht mehr festnehmen? Scheiße. Los, Mendoza, verpissen wir uns von hier. Und die Ordnung, wir helfen den Laden ab. Ach, hä? Warum los? Los, Kanada! Was will der für dich mit oder was? Mein Wagen ist draußen. Los jetzt. Thank you.
Nick, hier lang! Okay. Herrlich. Kai, wo bist du? Half Court. Du bist an der Mall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie... Oh, fuck. Kai? Komm her, sofort. Kai, ich glaube, die braucht Verstärkung. Egal, Mann, ich nehme dich fest. Mendoza, deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Los jetzt. Lass uns los. Oder will er uns einfach nur hintergehen? Und wieder im Ladescreen-Simulator. Ist noch ziemlich weit bis zum Laden. Okay, dann mal los. Das hat immer ein paar Leute in der Mord für Notfälle. Und die Typen hinter den Kai-Herfer sind natürlich auch da. Fast nichts, sonst noch alles. Das wird nicht leicht. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hätte das doch auch getan. Los jetzt. Okay. Mal also kurz gehen erstmal, ne? Läuft. Haben wir schon wenigstens den ersten nicht getötet. Selber mal eine. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Was? Er ist hier sicher noch irgendwo. Okay, ich bleib hier. Und das hört gleich da auf, keiner. Also, nun ist es safe. Nee, das Überwachungsterminal. Glaube ich in der. Wie sieht's aus? Das sind ziemlich viele, du hattest recht. Eins muss man nass lassen. Er schafft Arbeitsplätze.
Boss hat diesen Laden für japanische Zukunft. Da hat er bestimmt sein Geld. Kai! Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das klang auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt noch ganz easy. Was kann er nicht sehen? Er ist doch eine Etage unter mir. Hier runter springen. Ist doch Achtung, hä? Junge, in eine andere Richtung sollst du gehen. Was war das denn? So lange her, dass es guckt. Mada! Jetzt! Was ist das denn? Was Nick, Domo Roboto, das ist Nels Laden. Scheint beliebt zu sein. Oha. Was ist denn vor dir? In dem Hof treffen. Gut. Dann verhaften wir Stardock. Wow, 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 wow. Da kommen mehr Leute. Wir müssen ihn hier wohl rausschaffen. Oh, hörst du das nicht? Vielleicht braucht er mich. Na toll. Den hätte ich schon längst weggesperrt. Sofort stehen bleiben! Fuck. Weißt du, was mir auffällt? Ich habe euch beide ausgebildet. Vergiss es, Stoddard. Ist doch was zu politisch, oder? Ja, gewöhn dich nicht dran. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Unterschätzt meinen Rechtsanwalt nicht, Mendoza.
Ja, habe ich das gesehen. Ich hab's auch gehört. Du bist verhaftet! Verdammt! Alles gut. Hey, halt! Und er läuft da so durch. Was geht? Erdbeben, alles korrekt. Und geschafft. Und jetzt scheint die Sonne. Auch nicht schlecht. Sergeant Karl Stoddard, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Mendoza, es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Hier begann den Drogenkrieg. Ist die eine Crew, die ausradieren, bis keine mehr übrig war. Bis auf seine, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Doch alle korrupt. Ich wusste es. Hey Nick, ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es! Und sie auch. Geil. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau $33.000. Exakt die Summe, die Nils zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Er hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht. Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du, zusätzlich für einen von den Guten. Oder? Ich bin auch einer von den guten Jungs. So, das war Episode 4, Klappe zu. Ja, das war's auch erstmal für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wie immer, bis dahin, ne,
reingehauen. Nächstes Mal bei Hardline. Guten Abend, Detective. Du hast sicher ein paar Fragen.